Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark mit mir, dem Mr. Merb. Ja, wir sind im Grunde aufbruchsbereit. Wir haben jetzt alles dabei, tragen momentan 37,27 Kilo, weil ich alles eingepackt habe, was wir hier noch besitzen und was irgendwie von Wert ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, der Darm, der wäre es vielleicht auch wert. Den nehmen wir mal mit. Aber die frische Rehhaut nicht, denn wir haben ja genügend Reh heute dabei. Und ich werde auch ernsthaft darüber nachdenken. Ja, die Kohle wäre natürlich nicht schlecht. Die Seile lassen wir nochmal hier. Was wollen wir denn mit den Seilen hier? Es gibt aber offensichtlich noch mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Stellen. Also eine Stelle weiß ich. Aber vielleicht noch irgendwo eine zweite Stelle, wo man potenziell was abkürzen kann. Und als allererstes gehen wir jetzt auf jeden Fall nach unten. Und ich habe auch vor, den Wolf, der da unten liegt, noch auszunehmen. Man will ja nichts verkommen lassen, ne? Am Ende bereut man das früher oder später. Und ich meine, die abgepackten Lebensmittel, die halten durchaus lange durch. Das müssen wir definitiv mal so sagen. So, wir schleppen uns jetzt mal hier so entlang. Wir hoffen, dass hier nichts Schlimmeres passiert. Moment, das hier nehme ich jetzt auch mal mit, wenn es ohnehin schon auf unserem Weg ist. Ich habe bisher immer vermieden, das mitzunehmen, einfach weil es bisher nicht nötig war. Und auch weil es, jedes Gramm kann beim Klettern durchaus Probleme machen. Entschuldigung. Wir sehen sogar noch unsere Fußspuren von gestern. Wir sind hier schon häufiger vorbeigekommen. Sollte man meinen. Ein gefrorener Wolfskadaver. 1 Stunde 8. 34 Minuten. Ich nehme die 34 Minuten. Die kommen mir irgendwie sehr viel angenehmer vor. So, sehr gut. Moment, die können wir eigentlich auch noch nehmen. 40 Minuten, 20 Minuten. Wie gesagt, Darm brauchen wir hier definitiv früher oder später auch. Die Wolfshaut ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, die kriegen wir früher oder später auch noch irgendwo her. So, wir haben übrigens einen neuen Patchstand. Patch 301, wenn ich mich recht entsinne. Wo ein paar, ja, Hotfixes sozusagen draufgespielt worden sind. Direkt, also sozusagen, das ist immer so dieser Patch, also dieser After-Patch-Patch, nennen wir es mal so. Ah, Moment, die Dinger nehmen wir auch noch kurz mit. Ja, wo halt einfach sozusagen ein paar kleinere Probleme ausgebügelt werden, die halt bei einem Patch immer wieder auftreten. Ist ja auch heutzutage nichts Besonderes. Und früher war es auch nichts Besonderes. Bloß früher haben solche Patches deutlich länger auf sich warten lassen, das könnt ihr mir glauben. Da hast du teilweise wochenlang mit einem Spiel verbracht, wo du weißt quasi, oh shit, das kann ich nicht spielen. Und hast es dann doch gespielt und hast dich dann nur aufgeregt und hast irgendwann keinen Bock auf das Spiel mehr gehabt. Zum Glück ist das heutzutage alles ein bisschen anders. In der Regel geht es einfach sehr viel schneller. So, wie ihr seht, sind wir jetzt so dermaßen überladen, dank des Wolfsfleisches, dass wir nicht mehr nach oben klettern, also dass wir, glaube ich, nicht mehr nach oben klettern können. Ich habe es allerdings nie probiert. Doch, wir könnten wahrscheinlich nach oben klettern, aber es gilt, glaube ich, als grenzwertig. Was wir jetzt da vor uns hinschleppen müssen. Und Moment, ich zücke jetzt auf jeden Fall schon mal das Gewehr. Und dann schauen wir mal. Temperaturtechnisch ist alles gut. Wisst ihr was? Ich will jetzt mal wissen, was da drin ist. Okay, momentan noch nix. Gucken wir mal. Das Ding hier dürfte voll sein. Jupp. Da ist auch der Wolfspelz drin. Hier haben wir noch ein paar Dinge drin. Und wir könnten eigentlich noch Zeug mitnehmen. Dann fangen wir doch mal an mit mitnehmen. So, erstmal die Sachen, die echt was wert sind. Die Energieriegel sind halt auch der Oberhammer. Und die Dinger sind auch der Oberhammer. Und irgendwie ist ja alles der Oberhammer. So, das Trinken lassen wir nochmal da. Jetzt haben wir nämlich ein sehr hohes Gewicht. Und wenn ich mich nicht völlig irre, geht's da drüben dann runter. Das ist jetzt der Plan, die ganzen Sachen zur Hütte bringen. Schritt für Schritt. Eins nach dem anderen. Ist das hier die Stelle, wo der... Ja genau, da ist die Turbine, sehr gut. Also das ist jetzt eigentlich hier die Mega-Abkürzung. Also wenn ich mich richtig erinnere... Das ist natürlich auch schon wieder eine ganze Weile her, sowohl in-game als auch out-game bei mir selber. Aber wenn ich mich richtig erinnere,
Dann geht's jetzt da einfach runter und dann sind wir, glaube ich, schon auf der Ebene, wo wir hinwollen. Ich hoffe jetzt bloß, dass da nichts Böses auf uns wartet. Kleiner Spoiler. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, als ich hier ein Spiel mal so gestartet bin, auf Pilger, und bin einfach mal durchgelaufen. Da unten kann ein Bär rumlaufen. Wenn da jetzt ein Bär, also direkt da, unter diesem Ding hier. Wenn da jetzt der Bär ist, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir schießen ihn von oben an oder wir gucken ihm gelangweilt zu. Diese zwei Möglichkeiten haben wir. Gut, wenn wir den Bär natürlich schießen können, haben wir natürlich noch mehr Fressalien. Auf der anderen Seite, wo lagern wir 38 Kilo Fleisch an im schlimmsten Fall, ne? Diesen Stauraum haben wir nicht, meines Wissens nach. Aber, naja. Irgendwie würde man es schon hinbekommen. Im Zweifelsfall kann man die Fressalien ja auch teilweise ins idyllische Tal bringen. Da ist ja der Vorratsbunker direkt vor der Tür. Ich höre ihn schon. Wie ich sagte, Leute, ey, wie ich sagte, da ist der verdammte Bär. Er ist tatsächlich da. Es darf nicht wahr sein. Dieses Spiel mobbt mich, hiei, hiei, ho. Macht mich überhaupt nicht froh, hiei, hiei, ho. Oh Mann. Ich werde immer ein bisschen kindisch, wenn mich etwas total nervt. dieses olle, blöde Bärentier. Okay, das Wichtige ist, wo geht er hin? Er geht dahin. Ansonsten sieht's gut aus. Wir können also runter. Wir müssen ihm halt einfach nur ordentlich ausweichen. Das sollte nicht das Problem sein, ihm ordentlich auszuweichen. Ich habe keine Ahnung, wo seine Bärenhöhle hier ist. Aber wir können davon ausgehen, dass es eine gibt. So, wir laufen jetzt hier querfeldein, auch wenn das ein bisschen gefährlicher dadurch ist. Aber das ist mir lieber als alles andere, muss ich ganz ehrlich gestehen. Die Alternative wäre, ihm nachzulaufen und vielleicht dreht er um. Und so schwer, wie wir jetzt beladen sind, ist, glaube ich, eine Umkehr schwierig. Nennen wir es mal so, die ist schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig. Man muss ihn halt bloß rechtzeitig sehen. Jetzt hören wir ihn bloß. Das Gute ist, dass man so einen Bär halt so rechtzeitig hört. Also ich weiß nicht, ob ihr ihn hört, aber ich höre ihn. Diese markanten Schritte. Auf dem Eis. Ich will ihn aber jetzt gleich mal wieder sehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Damit ich einschätzen kann, wo er ist. Da hat's einen Wolf. Na, Temperatur sagt 4 Grad. Der muss irgendwo da jetzt gerade sein. Von den Geräuschen her. Ich würde ihn echt gern sehen, damit ich weiß, was der tut. Da ist er. Okay, das heißt, wir können ihn eigentlich umgehen. Der Wolf nimmt Reis aus. In dem Fall war der Bär sogar richtig nützlich. Ja, es ist halt bloß immer so eine Sache. Ich hasse es, wenn ich nicht wegrennen kann oder mich nicht verstecken kann. Mich in die Nähe von diesen Wildtieren zu begeben, das ist so... Okay, wir schleppen uns weiter. Ja, wir haben heute noch einiges zu tun. Wir müssen ja auch wieder hochklettern, ne? So, zumindest sofern es uns irgendwie möglich ist, rein fitnesstechnisch. Ich werde jetzt auch hier den Teufel tun und mich hier komplett abrackern. Der Wolf da drüben kommt wieder zurück zu seiner Beute. So, wie bloß, dass es der einzige ist und dass jetzt hier nicht rechts um die Ecke quasi Wolfshausen lauert. Wir gehen hier über diesen kleinen, ja, wie nennt sich das? Hügel. Da rennt ein Hase. Aber der rennt wohl wegen uns. Boah, wenn wir das wirklich geschafft haben, ey, das wäre so episch, das Zeug von dem Berg runtergeholt zu haben.
Also nochmal hoch wäre schwierig. Man schafft ja gerade mal zweimal so eine Klettertour. Das heißt, ja okay, man kann schon drei schaffen, aber es wäre episch, nochmal zur Höhle hochzuklettern. Um dann einfach nur diesen Rest zu holen. Aber vielleicht mache ich es. 42 Holz da oben. Ja, gut, zugegebenermaßen. Also da müsste schon einiges passieren, dass ich das dann in Betracht ziehe. Oh, wir sind wir sind langsam hungrig. Wir sind jetzt noch nicht hungrig, aber wir werden langsam hungrig. Okay. Ich glaube, ich höre den Bär immer noch. Da drüben ist auch nochmal ein Wolf. Ich laufe jetzt gerade eben so ein bisschen... Oh. Ernsthaft? Du hast doch einen Schuss, ey. Nein! Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Blödes Vieh. Jetzt habe ich direkt unter ihm durchgeschossen. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Dieses blöde Vieh. Das habe ich tatsächlich unter ihm durchgeschossen. Ey, ganz im Ernst. Hinterlandstudio. Das möchte ich jetzt mal... Also, ich muss das jetzt gerade eben mal ein bisschen ungehalten formulieren. Es gibt keinen logischen Grund, weshalb dieser blöde Wolf, nachdem er einen Hasen gerissen hat, 50 Meter von mir entfernt mich angreift. Auch dann nicht, wenn ich rohes Fleisch mit mir rumtrage. Es gibt keinen Grund, der logisch wäre. Das möchte ich einfach nur kurz mal in den Raum gestellt haben. Leute, wenn ihr das anders seht, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Schreibt es aber auch bitte in die Kommentare, wenn ihr das genauso seht wie ich, weil... Das war gerade eben einfach nur lächerlich. Es war lächerlich. Der hat im Grunde den Hasen als so eine Art Bocksprung verwendet, um im Grunde in Aggro-Reichweite zu kommen. Sicherlich nicht mit Absicht, aber es ist passiert. Und das ist einfach eine Mechanik, Entschuldigung, die ist schwachsinnig. Die ist einfach nur schwachsinnig. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass es keinen Sinn macht, dass ein Wolf mich wie... eine Furie, wie nicht gescheit, als ob er einen Schaden hätte, voll auf mich einstürmt, nachdem er schon ein Tier gerissen hat. Das ist im Grunde kein Wolfsverhalten mehr, das ist das Verhalten einer hirnlosen Killermaschine. Also das pisst mich gerade ein bisschen an. Und das ist nicht das erste Mal, dass es passiert. Ich muss es vielleicht mal ins Forum nochmal schreiben. So, jetzt versuche ich mich aber wieder zu beruhigen. Das ärgert mich gerade eben bloß, weil das echt nicht nötig war. Überhaupt nicht nötig. Völlig unprovoziert. Zum wiederholten Male von dem Wolf angegriffen worden. Nachdem er schon was gerissen hat. Wie gesagt, wenn er nichts zu fressen hätte, dann würde ich es verstehen. Oder wenn er gerade eben gegessen hätte und dann immer noch Hunger. Aber er hatte gerade eben diesen kleinen Hasen gerissen. Ein normaler Wolf würde einfach den Hasen fressen. Und wenn ich dann immer noch da wäre, dann würde er vielleicht angreifen. Aber auch nur vielleicht. So. Ich bleib trotzdem mal hier oben. Aus Gründen. Damit ich weiter sehen kann. Weil ich will ja rauskriegen, wohin wir müssen. Momentan noch nicht so ganz geheuer, wo wir hin müssen. Wir haben immer noch 6 Grad, also der Windschutzbonus unserer Klamotten ist episch. Schlepp, schlepp, schlepp. Na? Na endlich. Boah, wurde aber auch Zeit. Gehen wir jetzt da tatsächlich runter links. Also es, man muss... Das Positive, damit ich jetzt hier nicht nur irgendwie mal gemotzt habe über diesen blöden Wolf da. Also, die Map ist wirklich super, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Map ist groß, sie ist verwinkelt. Sie kommt mir auch sehr realistisch vor. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass es solche Landschaften gibt. Vielleicht ist hier sogar was nachempfunden, wir wissen es nicht. Ich weiß ja nicht, woher die ihre Inspirationen nehmen für ihre Maps. Gutes idyllische Tal ist natürlich jetzt schon so ein bisschen so ein hingelegtes D, aber das stört mich nicht. Auch sowas kann es in echt geben. Solche Täler sind immer halt, wie Täler halt immer sind, ne? Manche sehen so aus und manche sehen anders aus.
So, jetzt, boah, jetzt haben wir es gleich geschafft. Damit haben wir quasi dann wahrscheinlich jetzt eine Folge gebraucht, um das Zeug da, also einen Teil des Zeugs da runterzubringen. Jetzt haben wir Hunger. Oh mein Gott. Ich will jetzt nicht noch mehr Leben verlieren. Komm, ess mal sowas hier. Zum Glück habe ich keine Lebensmittelvergiftung bekommen. Das sage ich absichtlich, denn offscreen, nach der letzten Aufnahme, vor dieser, hatte ich eine Lebensmittelvergiftung oben. Wegen Fleisch und Bohnen. Ja. Musste ich erstmal auskurieren und dann konnten wir quasi wieder loslegen. Ich wollte es aber auch nicht aufnehmen, weil das jetzt dann auch nicht unbedingt so zeigenswert war, die 10 Stunden Schlaf. So, jetzt sind wir hoffentlich gleich da, ohne dass weitere schlimme Dinge passieren. Und wir werden uns sehr, sehr leicht machen. Ich werde auch... Also ich werde ein Messer mitnehmen, die Axt lasse ich weg. Ich gehe davon aus, dass der vermaledeite Wolf irgendwo verendet. Das blöde, tollwütige Tier. Die Hütte. Ihr glaubt gar nicht, wie schön es ist, mal wieder ein Haus zu sehen, wenn man so lange... Ich dachte, da knurrt was. Nee. Wenn man so lange, wie ich, da oben war, dann ist das echt ein Segen. Boah, wie viele Folgen war ich jetzt da oben? 10? Ich weiß es nicht. Lange genug für meinen Geschmack. Lange genug. Kommen wir da jetzt rein. Ich glaube, hier muss ich lang. Oder auch nicht. Einmal drumherum gelaufen. Hallo Tür. Ich habe dich so vermisst. Oh. Erstmal Tür zu. Holy moly. Okay. Klappe auf. Da sind immerhin schon mal 17 Kilo drin und jetzt wird eingelagert. Ist das ein schönes Gefühl. Ich glaube, wir brutzeln die Sachen auch gleich mal. Wenn wir schon da sind. Dinge, die wir noch irgendwie trocknen müssen. So, Moment. Ablegen, 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 ablegen. Dann... Ja, genau, da haben wir nämlich Sachen drin, die wir noch irgendwie mal zum Craften brauchen. Was soll denn der Quatsch? Ihr dürft auch gerne so rein. Das ist auch ein fragwürdiger Bug, oder? Ist der jetzt inzwischen wieder weg? Ah, jetzt ist er wieder weg. Das habe ich nämlich bisher nicht verstanden gehabt. Das war nämlich auch mit dem Patch irgendwie erstmals so, dass da die Sachen plötzlich so rumfahren. So einzeln. So, hier haben wir nämlich noch einiges an Kohle. Und hier packen wir jetzt nochmal ein... Wobei, das können wir eigentlich gleich verfeuern. Wenn wir das Fleisch machen wollen. Vielleicht haben wir auch das Glück, dass dadurch dann ein bisschen die Sturmkiste da draußen aufhört, ne? Vielleicht haben wir ja da Glück. Wir können auch einiges von dem Fleisch gleich essen. Wir sind ja sehr hungrig. Also, warum nicht... Ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt noch so eine einzige Kiste oder sowas. Irgendetwas hier drin wäre noch richtig geil. Aber ist natürlich mit Absicht so gehalten. So. Dann fangen wir mal an. Ich weiß gar nicht, wie viel Fleisch es ist. Allzu viel war es, glaube ich, nicht. Vielleicht reicht es auch schon. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal hier drin gut warm. Wobei die Heizleistung gerade mal 9 Grad sind. Ja, wir schaffen es sehr gut. Wobei wir auch darüber nachdenken könnten, nochmal so eine Runde Wasser zu machen nach der Nummer. Und vielleicht mache ich auch offscreen eine Riesenmenge. Eine absurde Menge Kaffee. Das ist durchaus möglich, dass ich das tue. So, erstmal noch Wasser abgekocht. Dann noch 4 Stunden Tageslicht übrig. Ich glaube, den nächsten Schub holen wir erst am nächsten Tag. Dann sind wir auch wieder kuriert.
So. Wir haben noch 4 Stunden Tageslicht übrig. Also wie gesagt, das ist für meinen Geschmack ein bisschen zu riskant, da jetzt vor die Tür zu gehen. Und jetzt essen wir als allererstes mal. So. Und so satt, wie wir können an diesem blöden Wolf. Ich glaube, dadurch... Ja, wir können den sogar komplett essen. Wir sind durstig. Das können wir beheben. Ausgezeichnet. Wisst ihr was? Bevor der Scheiß jetzt hier ausgeht. Ja. Bedanke ich mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich mache jetzt hier ein bisschen Kaffee. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.